Hallo, ich möchte euch heute den Unterschied zwischen Holzblasinstrumenten und Blechblasinstrumenten erklären. Dazu habe ich zunächst mal zwei Instrumente mitgebracht. Hier einmal ein Didgeridoo aus Australien. Und hier viel kleiner eine Tin Whistle aus Irland. Und die Frage wird sein, welches davon ist das Holzblasinstrument? Welches ist das Blechblasinstrument? Ich spiele euch zuerst mal den Didgeridoo vor. Und dann die Tin Whistle aus Irland. Was meint ihr? Legt euch fest, welches ist das Holzblas, welches ist das Blechblasinstrument? Die einen werden denken, er ist doch klar, natürlich, sagt er schon der Name. Die anderen werden sagen, naja, wenn der schon so fragt, ist es vielleicht anders. Und so ist es auch, nämlich hier, der Didgeridoo aus Holz ist ein Blechblasinstrument. Die Tin Whistle aus Metall und Plastikmundstück ist ein Holzblasinstrument. So, können wir uns gleich merken. Die Namen sind extrem unglücklich gewählt, weil es hat überhaupt nichts mit dem Material zu tun, die Unterscheidung. So. Zuerst mal erkläre ich euch anhand des Didgeridoos, wie auf Blechblasinstrumenten Töne entstehen. Und zwar blase ich durch die Lippen so durch, dass sie vibrieren, wie so ein Pferd. Und wenn ich das jetzt in den Didgeridoo reinmache, dann machen die vibrierenden Lippen einen Ton im Didgeridoo. Andere Blechblasinstrumente, bei denen man den Ton auch mit vibrierenden Lippen erzeugen kann, sind zum Beispiel Trompete, Horn, Posaune, Euphonium, Tuba und noch viele, viele mehr. Jetzt die Holzblasinstrumente. Da gibt es einige Arten, einen Ton zu erzeugen. Als erstes möchte ich es euch auf der Querflöte zeigen. Ihr seht, die ist aus Silber gemacht, ist ein Holzblasinstrument. So, ich mache erstmal den Kopf ab von der Querflöte, das ist der Querflötenkopf. Und alle Holzblasinstrumente, bei denen entsteht ein Ton, in dem ein Blatt schwingt. Bei der Querflöte ist das Blatt gar nicht zu sehen, weil es ist ein Luftblatt. Man kann es nicht sehen, aber man kann sich vorstellen, wenn ich die Luft gegen die Kante blase, dann geht ein Teil der Luft in das Loch rein und ein Teil der Luft geht drüber. Und wenn die Luft so hin und her schwingt, wie so ein Blättchen oder wie so ein Lineal, das man gegen die Tischkante vibrieren lässt, schwingt diese Luft hin und her. Kann ich eigentlich zwei Töne damit machen. Wenn ich mehr machen will, dann befestige ich diesen Querflötenkopf hier an den Rest des Instruments. Und jetzt kann ich das Rohr mit meinen Fingern länger machen. Dann wird der Ton tiefer.
10 Finger, das heißt, nein, bei 10 Tönen müsste bei mir Schluss sein auf der Querflöte. Es gibt noch einen anderen Trick. Ich überblase. Ich blase etwas stärker rein. Und wenn ich das beides kombiniere, überblasen und das Rohr länger machen, indem ich die Klappen drücke, dann kann ich ganz viele Töne spielen. Querflöte. Heißt natürlich so, weil man sie quer hält. Die Tin Whistle ist eine Längsflöte. Okay. Flöten sind Luftblattinstrumente. Jetzt zeige ich euch eine andere Gruppe. Und zwar sind es die Einfachrohrblattinstrumente. Ich sage einfach, nicht weil sie einfach zu spielen sind, sondern weil sie ein Blatt haben. So, das ist was Besonderes hier, wenn ihr das gut sehen könnt. Das ist ein Blatt aus Kunststoff, aber das macht eins aus Holz oder Schilfrohr nach. So. Dieses Blatt macht gar nichts, aber wenn ich hier auf das Mundstück drauf halte und dann durchblase, dann kommt ein hoher, schriller Ton. So, jetzt brauche ich die beiden Hände frei. Deshalb ersetze ich meinen Finger durch so eine Befestigungsschraube, Blattschraube. Ja, das dauert noch ein bisschen. Geht nicht so gut. Kann das auch mit Schnur festbinden, machen viele. Da, ja, einigermaßen. Wird ein bisschen quietschen gleich. Und wenn ich jetzt das Mundstück mit Rohrblatt, mit Einfachrohrblatt auf dem Instrument befestige, dann ist auch einigermaßen hält, das ist noch nicht ganz gut. Mal sehen, ob es geht. Dann kann ich wieder die Röhre mit meinen Fingern tiefer machen. Überblasen. Klarinette. Tja, die wurde so um 1700, um das Jahr 1700 erfunden. Ungefähr 150 Jahre später, ein bisschen früher, 1740, da hat ein Mann namens Adolf Sachs aus Belgien sich gedacht, ich möchte sowas wie die Klarinette nachbauen, aber es soll irgendwie lauter sein, damit wir es auf der Straße, wenn wir mit unseren Militärkapellen herumlaufen, besser hören. Und der hat das, der Herr Sachs hat das Saxophon erfunden. So, da brauche ich jetzt so einen Gurt, sonst ist es mir zu schwer. Hier habe ich mein Tenorsaxophon. Es gibt es in vielen verschiedenen Größen und Bauarten. Je größer, desto tiefer. Wie bei allen Instrumenten eigentlich hier. So, wieder so ein Blatt mit einer Blattschraube auf dem Mundstück. Hier kommt oft kein Ton raus, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich probiere es trotzdem. Ja, ähnlich merkwürdig klingt bloß das Mundstück, aber wenn ich es auf das Instrument drauf mache, die Höhe. So. Das Prinzip ist genau das gleiche wie bei allen Holzblasinstrumenten. Auch das Saxophon ist ein Holzblasinstrument.
weil ein Blatt schwingt und es Klappen gibt, mit denen man es tiefer und höher spielen kann. So, das Saxophon. So, als letztes möchte ich euch noch zwei Doppelrohrblattinstrumente zeigen. Und zwar ist bei der Klarinette ja ein Einfachrohrblatt, weil ein Rohrblatt auf ein Mundstück drauf geschraubt ist, befestigt wurde. Und hier seht ihr ein Doppelrohrblatt. Das ist das Doppelrohrblatt von dem Fagott. Man sieht, das sind zwei, oder vielleicht sieht man es auch nicht, das sind zwei so Holzstückchen, die sind mit so einem Draht aufeinander gemacht. Und da beiße ich natürlich nicht drauf, sondern klemme das zwischen die Lippen. Und dann kräht es so. Ja, das soll auch krähen. Krähen ist gut, sagen die Doppelrohrblattspieler. Daneben halte ich euch mal das Doppelrohrblatt von der Oboe. So, krähe ich auch mal. Das ist kleiner. Gut, also, zuerst das Fagott. Also, das Doppelrohrblatt. Klingt so. Wenn ich das jetzt auf den S-Bogen drauf mache, weil er wie so ein S geformt ist, dann klingt schon viel stabiler und klarer. So, und jetzt mache ich das, den S-Bogen mit dem Doppelrohrblatt auf das Fagott drauf. Dann müssen wir noch einen Gurt machen, weil es zu groß ist, das Instrument, um so zu halten. So. Jetzt klingt es so. Also, die Luft kommt vom Doppelrohrblatt durch den S-Bogen ganz nach hier unten im Stiefel, so heißt der, biegt die Luft um und kommt dann da oben raus. Das sind 2,5 Meter und je größer ein Instrument ist, deshalb desto tiefer kann es auch spielen in der Regel. Das kann richtig tief spielen. Das ist das Fagott. Das andere Doppelrohrblattinstrument ist hier jetzt. Das ist die Oboe. Ja? Der Name kommt von O. Das ist hoch oder laut. Und bois. Bois ist Holz. Hohes Holz, lautes Holz. Und das ist so ein lautes, hohes Holzblasinstrument. Na, ich krähe nochmal hier auf diesem Doppelrohrblatt. Kriege ich kaum Luft durch, weil der Spalt so eng ist. So. Oboe habe ich extra für diesen Film gelernt. Aber das werde ich weitermachen, weil ich das sehr mag, diesen Klang. Das ist die Oboe. So, kleine Wiederholung. Holzblasinstrumente oder Blechblasinstrumente, das Material ist ganz egal. Entscheidend ist, dass bei den Holzblasinstrumenten immer ein Blatt schwingt. Entweder ein Einfachrohrblatt oder ein Doppelrohrblatt oder ein unsichtbares Luftblatt. Und wenn ihr mal hören wollt, wie alle diese 5 Holzblasinstrumente zusammen klingen, dann könnt ihr das nächste Video angucken. Da spiele ich mit meinen 4 Zwillingsbrüdern, zu 5 sind wir,
spielen wir ein Stück von Claude Debussy. Tschüss, viel Spaß!